Hallo, heute habe ich euch ein Buch mitgebracht, das schon ungewöhnlich aussieht. Es hat auch einen ungewöhnlichen Titel, Fisch. Und ganz genau das ist es, ein ungewöhnliches Motivationsbuch. Geschrieben wurde es von Stephen C. London, Harry Paul und John Christensen. Ja, was ist so ungewöhnlich an diesem Buch? Tja, das ist gar nicht so einfach zu sagen, oder vielleicht doch. Es handelt von Mary Jane. Mary Jane ist nach Seattle gezogen mit ihrem Mann, der dann leider irgendwann verstirbt. Sie muss sich jetzt alleine durchbringen und auch die Kinder. Sie ist in einer verantwortungsvollen Position und sie bekommt die Möglichkeit, eine Abteilung in ihrem Haus zu übernehmen. Aber diese Abteilung hat es absolut in sich, denn sie ist im ganzen Haus als Giftmülldeponie bekannt und das nicht zu Unrecht. Ja, nun steht sie da vor dieser riesengroßen Aufgabe, unmotivierte Mitarbeiter, keiner hat Lust zur Arbeit zu gehen. Diese Abteilung blockiert im Grunde genommen das ganze Haus und sie muss den Schwung in die Bude bringen. Natürlich eine Riesenherausforderung, aber der Zufall kommt ihr zu Hilfe und der führt sie zu einem Fischmarkt direkt in Seattle. Und dieser Fischmarkt ist mittlerweile weltbekannt. Ja, und es ist ein lustiger Fischmarkt, wenn man sich das überhaupt vorstellen kann. Aber da fliegen morgens schon die Fische durch die Gegend. Nicht, weil sie von Natur aus fliegen können, nein, sondern weil die Fischhändler sie hin und her werfen. Da ist der Kunde wirklich noch, ich will jetzt nicht sagen der König, das hört sich immer so ein bisschen hochgestochen an, aber sie geben sich alle Mühe, selber Spaß zu haben, den Kunden Spaß zu bereiten, Arbeitsabläufe noch zu vereinfachen, damit sie mehr Zeit haben, um auch nebenbei mal einen Joke zu machen. Und es ist wirklich schwere Arbeit. Und ich habe mir gedacht, wenn die Jungs das geschafft haben, die morgens so früh aufstehen müssen, die Fische schleppen müssen, es ist kalt, es ist ja wirklich eine harte körperliche Arbeit, dann müsste das doch eigentlich in jedem anderen Betrieb doch auch super funktionieren können. Und ich glaube, das kann gehen. Fisch geht davon auch aus, dass man immer die Möglichkeit hat, selber zu entscheiden, wie geht man zur Arbeit, wie sieht man die Arbeit an. Man sagt natürlich, ach na ja, da gibt es so einen Job, so Filmschauspieler oder irgendjemand, der um die ganze Welt reisen kann. Aber das ist ein Trugschluss, denn auch das kann zur Routine werden. Was macht man dann also? Ja, wenn man die Möglichkeit hat, fährt man vielleicht nach Seattle, guckt sich den Fischmarkt selber an, aber ansonsten kann man vielleicht auch zu diesem Buch greifen. Hier sind nämlich ganz viele kreative Tipps, wie man wieder etwas Spaß in die Arbeit reinbringt. Wenn ich natürlich morgens zur Arbeit gehe und denke, oh Gott, jetzt muss ich da heute wieder hin und ach, das wird wieder langweilig und ach, ich habe überhaupt gar keine Lust, ist es natürlich klar, dass da auch keine Lust rüberkommt. Ich ziehe ein langes Gesicht, mein Kollege zieht ein langes Gesicht und falls einer mit guter Laune reinkommt, dem verhageln wir die garantiert. Darum ist es also unheimlich wichtig, dass man Arbeit auch wieder mit Spaß macht, mit Vergnügen macht. Und glaubt mir, es ist mit Sicherheit einfacher, wenn man das hinter einem Bürostuhl macht, als wenn man das morgens in der Kälte macht, vielleicht so um 4 Uhr morgens auf dem Fischmarkt. Ich glaube, da geht das einfacher. Ja, Fisch hat einfache Beispiele, wie man etwas kreativer wieder anfassen kann, wie man wirklich Motivation wieder reinbringt. Und das Schöne ist, hier wird kein Fachchinesisch gesprochen, man braucht kein Management-Grundwissen. Und was auch ganz, ganz wichtig ist, es geht einfach nur darum, um wieder Freude zu erleben, wieder Spaß zu haben. Und diese ganzen Motivationstipps kann man auch ins Privatleben rüberziehen. Man muss dafür nicht der Abteilungsleiter sein. Wäre natürlich toll, wenn man das ist oder der Chef, dann kann man das gleich umsetzen. Ist man aber nur Angestellter, kann man es vielleicht mal mit dem einen oder anderen versuchen. Und wenn die anderen merken, so geht es besser, so macht die Arbeit mehr Spaß, dann ist das wie Masern, das steckt einfach an und auf die Dauer macht es glücklich. Und der Umsatz steigt und die Arbeit macht wieder Spaß. Mir hat das Buch so gut gefallen. Ich habe abends angefangen zu lesen, hatte es dann rucki-zucki durchgelesen. Ihr seht auch, es ist ziemlich groß geschrieben, das ist auch ein Vorteil für Lesemuffel. Ja, ich habe es, wie gesagt, an dem Abend noch durchgelesen. Ich war total begeistert, habe mir dann noch ganz schnell noch mehr Fisch dazu geholt. Hier wird das Wissen nochmal vertieft. Hier gibt es halt Beispiele nochmal aus Firmen, aus dem Gesundheitswesen, denn auch eine Krankenschwester oder es ist ja ein sensibles Thema, es ist schwere Arbeit auch.
wie man es vielleicht ein bisschen interessanter machen kann. Hier werden zum Beispiel kleine Fische zum Anstecken verteilt für jeden, der besonders teamfähig ist, der etwas besonders gut gemacht hat, um einfach mal Danke zu sagen. Und ganz unmerklich wächst der Respekt und auch wieder der Spaß an der Arbeit. Die Teamfähigkeit wird halt gestärkt. Man gehört wieder zusammen, man ist eine Firma und nicht einfach, das ist die Abteilung und das ist meine Arbeit und sieh zu, wie du deine Arbeit gemacht bekommst. Ja, ich hoffe, ich konnte euch mit Fisch und noch mehr Fisch ein wenig neugierig machen. Falls ihr also ein bisschen Motivation braucht, dann könnt ihr das mal mit diesen beiden Büchern probieren.